Herzlich willkommen zu einem weiteren Meisterschnorrer unterwegs. Alles weitere nach dem Intro. Ja, moin. Wie quasi vor dem Intro schon gesagt, ist der Meisterschnorrer wieder unterwegs. Und zwar diesmal geht es eigentlich fast jedes Jahr seit 2015, außer halt in der Corona-Zeit, nach St. Augustin, zu Absolut Steinchen. Deswegen sitze ich auch allein am Auto. Patrick ist nicht dabei, Patrick ist schon da. Kommt quasi von der anderen Seite und wir treffen uns mehr oder weniger in der Mitte. Egal. Ich bin jetzt seit einer guten halben Stunde unterwegs und habe sage und schreibe 11 Kilometer geschafft. Naja. Ich bin immer noch in Duisburg und stehe im Stau. Das geht mir gerade unfassbar auf die Fackel. Ich fahre momentan mit circa 8 km/h auf der A40, habe noch 1,6 Kilometer, bis ich auf die A3 muss. Und so wie es aussieht, scheint die A3 auch ein wenig gestaut zu sein. Ich weiß es nicht. Also laut Navi bin ich um 15.24 Uhr in St. Augustin. Das wäre quasi eine Stunde. Ich habe jetzt noch 89 Kilometer vor mir. Hab mein Festival dabei, hab Video-Equipment dabei, bla bla bla, hab Fußballfeld dabei und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es ja ein kleines Fußballspiel. Ja, was soll ich sagen? Ich melde mich zwischendurch nochmal. So, nochmal ein kurzer Zwischenstand. Ja, nachdem ich vorhin was gesagt habe, habe ich auf der A40, bis ich dann auf die A3 fahren konnte, noch ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja, jetzt haben wir noch mal eine weitere gute Dreiviertelstunde hinter uns und habe ich hinter mir eher gesagt und ich bin immer noch nicht da. Ich habe immer noch 29 Kilometer vor mir. Ja, laut Navi bin ich in einer guten halben Stunde da, aber ich glaube da noch nicht dran. Nein, nein, nein. Aber wir werden es sehen. Naja. Ihr guckt mal weiter. Ich stelle mich mal hier weiter hin. Bis dann. Ihr werdet es kaum glauben, aber nach 2 Stunden und 47 Minuten Fahrzeit, für 100 Kilometer wohlgemerkt, ja, da bin ich dann doch endlich mal angekommen. Ich bin da. Hat lange noch gedauert. Jetzt geht es mal Hallo sagen. Und dann Geld holen und dann Auto ausleeren. We'll be right back.
Patrick, zum 10. Mal Absolut Steinchen. Deine Gedanken dazu? Also ich komme immer wieder gerne hier. Ist alles sehr familiär. Wir haben Spaß und die Schule hat halt so einen ganz besonderen Flair, wenn man halt hier ist. Deswegen macht das immer ja, sehr viel Freude. Man trifft die Leute und hat dann wie eine Klassenfahrt in der Schule. Wer hätte es gedacht? Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon hier bin, aber ich glaube 5-mal oder 6-mal bin ich auch schon dabei. Deswegen, wir haben sogar heute den Loop geschlossen. Bei einer meiner ersten Ausstellungen habe ich dich fotografiert. An diesem Tisch mit dir da vorne und die Mipi, die heute jetzt gerade unterwegs ist, aber jetzt neben mir sitzt, ist heute auch zum ersten Mal wieder mit hier dabei. Ich sehe sie zum ersten Mal live, obwohl ich sie ja schon fotografiert habe. Das war dann halt auch so ein Moment. Und deswegen, also es macht halt einfach viel Spaß. Die Leute sind alle gut drauf und es ist immer schön hier. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Hallo Mipi, wie geht's dir? Hi, mir geht's sehr gut. Wunderbar, das freut mich zu hören. Zum 10. Mal Absolut Steinchen hier in St. Augustin. Deine Gedanken dazu? Ja, der Hammer. Also St. Augustin ist immer der Hammer und dieses Jahr natürlich besonders. Also es sind wieder großartige Leute da, ganz großartige Modelle, auch Sachen, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Das freut mich auch, wie Scala zum Beispiel, ein komplett riesiges Puppenhaus. Ja, das habe ich noch nie vorher so gesehen, das war schon beeindruckend. Das ist auf jeden Fall schön. Ja. Das Schöne hier, gerade hier bei der Ausstellung ist, wir haben uns auch hier kennengelernt vor ein paar Jahren, ne? Es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre hier. Ja, es ist einfach wie nach Hause kommen, es ist einfach familiär hier, man wird super lieb empfangen von jedem. Alle sind total nett und man hilft sich gegenseitig, es ist einfach total schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen. Ja. Und dann bringst du den Mero mit. Ich versuch's, ich gebe mir Mühe. Kannst du nochmal ganz liebe Grüße sagen, dass er hier was verpasst hat? Liebe Grüße, lieber Mr. Mero, du hast verdammt nochmal was verpasst. Ah, da hast du's. Dankeschön, Mipi. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Peter. Servus. Mal wieder hier in St. Augustin. Mal wieder Absolut Steinchen. Zum 10. Mal Absolut Steinchen. Was sagst du dazu? Ein Traum. Es ist eigentlich wie immer schönes Wetter. Es hat nur einmal geregnet. Ich glaube, das war die erste Veranstaltung, wo ich hier war. Das kann sein, ja. Und unsere Technikfläche, die wächst und wächst und wächst. Wobei sie aber auch schon mal größer war. Aber nicht von der Fläche, ne? Also ja, von der Fläche nicht, aber von der Anzahl der Teilnehmer. Ja. Aber wir haben immer wieder coole neue Sachen und das Schönste ist immer, dass die Menschen begeistert sind und gar nicht glauben können, dass es Lego ist. Das ist eigentlich so das Abgefahrene und die strahlenden Kinderaugen und strahlenden Augen der
großen Kinder. Ne? Ja. Ja, was hier halt auch immer ganz besonders ist, man hat halt hier wirklich ein ganz, ganz besonderes Flair und ist eine ganz, ganz eigene Veranstaltung. Ja, ne? Genau. Schon wie Familie, ne? So. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Macht immer wieder Spaß. Ja. Ja. Wenn nicht immer das Ganze ein- und ausladen wäre, könnte man das ja jeden Monat machen. Ja, fast. Schön, schön. Dann sag ich mal ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Und viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hallo Hubi, nach der Frühschicht, wie geht's dir? Och, war schon mal schlimmer, aber... Jetzt sind wir hier wieder mal in St. Augustin. Zum 10. Mal als St. Augustin. Was denkst du darüber? Was sagst du dazu? Ja, geile Nummer. Zweimal ist es ja leider ausgefallen, wir wären schon bei 12. Ja. Mein 4. Mal ist es. Leider jetzt durch die Frühschicht nicht ganz so knülle, weil gerade erst wiedergekommen. Jetzt habe ich noch ein Stündchen zum Fahren und... Lohnt total. Aber es ist trotzdem geil, die Leute hier wieder zu treffen. Und dafür kommen wir hier hin. Ja, ist, glaube ich, hier tatsächlich das Wichtigste. Ne? Ja, ist einfach eine schöne große Familie. Dr. Brick Familientreffen. Ja, ist ja nicht nur Dr. Brick. Ne? Ist ja auch vor allem diesmal mal wieder ein richtig schöner großer Morast. Ne? Schöne Technikfläche und generell schöne Modelle wieder da. Ne? Ist auf jeden Fall. Freuen wir uns auf die nächsten Jahre, oder? Auf alle Fälle sind wir auch. Nur nicht mit Frühschicht. Nee, das mache ich nie wieder. Also es ist. Sind auf jeden Fall alle wieder mit dabei, ne? Ja. Naja, dann definitiv. Will ich dich nicht weiter aufhalten, mach mal die Dinge, die du machen wolltest. Ne? Dankeschön, Hubi, ne? Bis dann. Ciao. Hallo Matze, zum 10. Mal absolut Steinchen. Was bedeutet das für dich? St. Augustin bedeutet für mich ein Treffen mit Gleichgesinnten. Es ist immer ein Morast da. Es ist dadurch, dass wir hier in der Hochschule übernachten können, familiär. Man hat den Abend wirklich für sich, muss nicht noch irgendwo ins Hotel gehen. Und es ist immer eine tolle Sache, die gut organisiert ist, die Spaß macht und dafür fahre ich gerne nach St. Augustin. St. Augustin ist eigentlich Pflichtprogramm jedes Jahr. Das sehe ich genauso. Wunderbar, Dankeschön. Bitteschön. Mike, Marion, zum 10. Mal absolut Steinchen, eure Gedanken dazu. Schön, immer wieder. Es macht immer wieder riesige Laune. Die Leute sind immer nett. Das ist einfach das Ambiente in der Hochschule, das ist ganz anders als auf anderen Ausstellungen. Man kann hier auch, man hat ja hier die Möglichkeit zu übernachten und hat so ein bisschen Campingcharakter. Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also muss man mögen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat man hier die rundum absolut Steinchen-Dröhnung für sich gefunden. Das ist, wir haben uns ja hier 2015 kennengelernt. Ja. Schon wieder 8 Jahre her. Auch schon wieder 8 Jahre her. Und dann sieht man mal, dass dann halt auch aus so, gerade aus solchen Situationen richtig gute Freundschaften entstehen. Ja, das ist schon toll. Und dass man auch immer mal wieder auch neue natürlich Leute kennenlernt. Und nicht nur hier, auch auf anderen Ausstellungen natürlich, aber irgendwie ist das hier, hat das einen eigenen, wie soll ich sagen, eine eigene Charakteristik, weil das wirkt doch ein bisschen sehr familiär. Ne? Ja. Hier ist La Familia, ist hier. Stellt sich nicht gegen die Familie. Ne? Wir stellen für die Besucher aus und wir bringen uns selbst mit für alle anderen, für die anderen Aussteller. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Dankeschön. Gerne. So, da habe ich so viele Leute gefragt, 10 Jahre absolut Steinchen.
Was heißt 10 Jahre? Eigentlich sind es 12 Jahre, aber 10 Mal absolut Steinchen. Meine Gedanken dazu. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. 2015, absolut Steinchen in St. Augustin, meine allererste Ausstellung, die ich als Aussteller mitgemacht habe. Und bis auf ein paar Anlaufschwierigkeiten, die ich persönlich halt hatte, habe ich mich da trotzdem sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viele Leute kennengelernt und so bin ich dabei geblieben. Und seitdem war ich jedes Mal in St. Augustin dabei, wenn die Ausstellung stattgefunden hat. Zweimal ist ausgefallen, wegen Covid, aber ansonsten war ich jedes Mal dabei. Ich möchte auf diesem Weg möchte ich ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön an die Familie Forst ausrichten, die seit Anbeginn diese Ausstellung organisiert. Und es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, daran teilzunehmen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr und weiß, dass ich definitiv dabei sein werde. Wer das Video bis hierhin verfolgt hat, auch schön. Wer das Video bis hierhin verfolgt hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, Hashtag auf die nächsten 10. Ja. Ja, in diesem Sinne, ich bin der Meisterschnorrer. Bitte 12 Kilometer der A59 folgen. Ich sag Dankeschön. Gebt einen Daumen hoch, gebt ein Like, teilt das Video und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Und bin raus. Ciao.